Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play oder Let's Orakel. NBA 2K14, wir spielen hier das Spiel Oklahoma City Thunder gegen die Memphis Grizzlies und ich bin The Firestorm LP. Herzlich willkommen. Wir spielen das Spiel von in deutscher Zeit Freitag, in amerikanischer Zeit Samstag. Deswegen wird es am Freitag aber trotzdem hochkommen. Zumindest denke ich das, ich weiß noch nicht genau wann. Wie gesagt, das steht noch in den Sternen. Ich habe gerade schon eins aufgenommen, aber was später noch kommt. Deswegen, wir spielen jetzt hier mit Oklahoma City Thunder, meiner Zweitlieblingsmannschaft nach den Miami Heat. Dort spielt Kevin Durant, den ich ziemlich pornös finde und so weiter 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 und so fort. Mehr kann ich eigentlich nicht viel sagen. Ich wechsle mal gerade ins Gameplay. Also bei mir jetzt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Oklahoma, ziemlich geile Mannschaft. Erster im Westen. Und Memphis auch im Westen unterwegs, aber nicht so gut. Sind sie, wie letztes Jahr zum Beispiel. Dieses Jahr sind sie nicht so gut. Aber egal, das interessiert jetzt keinen. Wir machen einfach weiter und spielen eine Runde Oklahoma. Eine Runde NBA 2K40. Viel Spaß. Sports, we've got basketball. I'm Damon Bruce. It's Thursday night basketball. It's going to be the Memphis Grizzlies up against the Oklahoma City Thunder. Yo. 32 zu 24 ist die Anführungszeichen KD von Memphis und von den Oklahoma City Thunder ist es auf jeden Fall besser. Hier ist die Lineup von Memphis und hier ist die Lineup von Oklahoma. Sehr interessant. Ja, Westbrook ist ja jetzt zurück. Mehr oder weniger, kann man so sagen. Also hat ja nicht so den geilsten Einstand gegen meine Lieblingsmannschaft, genau. Hat nicht die geilsten Einstand. Ich glaube, es waren 20 Punkte oder 17 oder sowas, die sie verloren haben. Aber ich denke, das kann auf jeden Fall noch werden. Und Perkins hat sich ja auch hier verletzt, sieht man ja, deswegen spielt er Adams für Perkins. Weil ich finde, Perkins ist jetzt nicht der geilste Center. Also deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, dass... Sehr schön von Ibaka, ein Post-Move. Ich hoffe, das gewinnen wir jetzt mal. Ich habe die Zeit, die Viertelzeit auf 3 Minuten runtergeschraubt. Oh, scheiße. Das ist natürlich scheiße von Adams. Sollte natürlich nicht mit dem Center versucht zu stehlen. Aber hier, Junge, das wird schon gehen. In der letzten Saison hat, wow. Das war nicht so geplant. Und Durant mit dem Dunk. Yes! Sehr schön. Sehr schön. Und gerade ein bisschen gegen den Tisch gehauen. Das tut mir jetzt echt leid. Aber naja. Was soll man machen? Ich habe gerade schon das Spiel für morgen gespielt oder orakelt. Ich kann ja schon mal sagen, das sind die Spurs gegen die gegen Dallas Mavericks. Und Adams mit dem sehr schön, Alley-oop, yes, mit Oklahoma City Thunder, Westbrook mit dem Pass und Durant mit dem Abschluss. Ja, das ist nicht so gut ausgegangen für mich. Ich habe die Spurs gespielt und habe leider verloren mit 3 Punkten am Ende. Nicht so geil, weil Kawhi Leonard natürlich den nicht reingemacht hat, hier den Dreier am Ende. Aber naja, was soll man machen? Ist ja auch egal. Und deswegen war ich mir nicht sauer, hab mir dann gedacht, okay, mein Freund, okay, dann machen wir jetzt einfach ein anderes Spiel. Und hab mir dann dieses ausgesucht, weil es auch noch relativ gut ist. Das sind klasse Teams natürlich. Memphis hat in der Last Season in den Playoffs hier. Und wieder Adams. Durant. Westbrook leider nicht mit dem Layup, aber das ist vollgezogen gegen Tayshaun Prince. Und Memphis hat ja Oklahoma in der
letzten Saison in den Playoffs, jetzt fange ich zum vierten oder fünften Mal an, rausgeschmissen. Das war nicht so geil für Oklahoma. Man hat sich auch gefragt, lag das jetzt, weil Harden weg ist? Erste Saison ist Harden weg und so. Lag das jetzt daran, dass jetzt noch ein Shooter quasi gefehlt hat und der konnte nicht ersetzt werden, weil Harden ja weggegangen ist? Und lag das daran, der Harden ist ja nach Houston gegangen und lag das daran, gab es viele Kritiker, die meinten, ja natürlich, und jetzt finde ich, haben sie es ganz gut gemacht, obwohl jetzt kein Harden oder so ein Neuer dazugekommen ist. Ja, scheiß Goaltending von Serge Ibaka. Ah, das ist nicht so schlimm. Wenn er mir jetzt den Ball geben würde, genau, und jetzt Westbrook, genau. Westbrook mit dem Aufbau. Schöner Pick-and-Roll mit dem Alley-oop im Abschluss. Sehr schön, das war ein sehr schöner Spielzug. Timed it perfectly. You're right, and caught the defense totally off guard. I remember Tracy McGrady doing that. First guy I ever saw pull that off. Allen kicks to Conley. Ah, Conley, der kann natürlich werfen. Ja, schön. His touch has disappeared on him this quarter. He just hasn't been able to get it going. Now the pass to Westbrook. Durant, he's covered by Randolph. Here's Adams. Feeds it to Cephalosha. Komm, pick and roll bitte. Ich dachte, der zieht ja noch ein bisschen weiter nach innen. Sehr schön gespielt, Tori. Da war ich jetzt ein bisschen leid, aber auch ein bisschen zugehört den Kommentatoren, was sie so gesagt haben in dem letzten in der letzten Niederlage von Oklahoma gegen Cleveland. Und da ist einiges schiefgegangen, haben sie auch gesagt. Hat das Spiel jetzt nicht gesehen. Conley kann er natürlich auch mal reinmachen, das ist klar. Und ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Viertel. Es hat jetzt ganz gut geklappt. Auch ein paar gute Alley-oops dabei, von Westbrook zu Durant und von Westbrook zu Ibaka, und ein paar gute Steals und so und alles geil und weißt du, und ne. Und es gab ja nur einmal, wo ich ein Goaltending gemacht habe und den Gegner die Punkte geschenkt habe. So, ja. LeBron, will ich kurz reden. Hat er jetzt eine gute alte, hat er eine Maske jetzt, eine, weil er ja Nasenbruch hatte, Nasenbeinbruch, glaube ich, war das. Weil ihn ja, wer hat ihn gefoult? Ich weiß nicht, ich glaube, in welchem Spiel war das? Ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das war, aber auf jeden Fall hat er versucht, einen Dank zu machen. Und hat dabei sich die Nase gebrochen, weil nämlich Gegenspieler ihn auf die Nase geschlagen hat. Er hat, lag dann am Ende, lag dann während des Spiels dann nach dem Dank dann am Seitenrand und hat geblutet und so. Der arme LeBron. Man hat ja fast Mitleid mit ihm. Okay, das hat er gut gespielt. Wenn er jetzt doch das reinmachen würde und Westbrook. Ja, schön Lamb. Schön durchgesetzt. Und, LeBron natürlich spielt bei Miami. Es tut einem fast leid, aber mal ganz ehrlich, der kann mal sowas durchstehen, ja, mal ganz ehrlich. Und der spielt ja jetzt auch gegen New York. Oder hat gegen New York gespielt, wie ihr das seht, mit hier Maske gespielt. Ja, sehr schön mit Durant. Ich guck euch das einfach an. Das ist ein geiles Gameplay, würde ich sagen, ne? Das ist einfach geil, ja. So spielt man Basketball, ja. Und so kann man auch Basketball spielen. Ganz ehrlich. Ja. So, Ibaka kann auch mal ausgewechselt werden. Sollen wir da mal Jones rein. Man muss auch sagen, bei Oklahoma, die haben richtig Potenzial, die haben richtig geile Startelf. Und die haben aber keine Bank. Die haben eine Bank, wo Jeremy Lamb und Reggie Jackson drauf ist. Und vielleicht Nick Collison ist da vielleicht eventuell, da gehört auch noch dazu. Zu den relativ guten, aber mehr auch nicht, ja. Adam
oder wie er heißt. Okay, ja, kann man mal. Ja, okay. Aber das ist nichts für längere Zeit, ja, das ist. Und Center haben sie ja wirklich keinen. Weil Ibaka, okay, kannst du, Ibaka. Sag schon, Ibaka kannst du in die Tonne kloppen, kannst du nicht. Okay, Westbrook, schade. Aber Perkins kannst du in die Tonne kloppen. Der ist ja auch schon alt. Ja, also kann hier gar nichts. Wow, Jones, Alter. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön von Westbrook. Wäre fast auf Stief gegangen. Wow. Bleib schön hier. Jetzt gute D von Westbrook muss er machen hier. Naja, ohne dass Lamp irgendwas Wichtiges machen musste. Dann hätte ich gerne mal ein Pick and Roll. Naja, also ich wollte eigentlich, dass Lamp so, also dass der Pass Lamp so weit läuft, dass ja, Durant, obwohl es ein Lucky Pass war. Ich wollte eigentlich einen Alley-oop von da aus machen, aber es hat nicht so gut geklappt. Und ohne, komm. Ah, Westbrook, schade. Ah, schade, egal, nicht so schlimm. Oh, Collison, wieso gehst du da denn noch ran? Och Mann. So, Derek Fisher jetzt für Westbrook drin. Und Reggie Jackson für wahrscheinlich Jeremy Lamb drin. Over the back foul, scheiße, von Reggie Jackson. Fuck. Es hätte nicht sein müssen. Ja, okay, haben sie genug Reggie Jackson gezeigt. Boah, sorry, tut mir leid, ich hatte gerade einen Schluck auf. Aber er ist jetzt weg. Kalaitis. Collison, schade. Schön, macht den ersten auf jeden Fall rein. Das war auf jeden Fall eigentlich ein easy Dunk. Aber dann war natürlich, muss natürlich hier der Spielverderber sein. Durant, geh mal bitte schön zu Mike Miller. Ja, super. He gets it to fall. That makes it just a single-digit lead. Lee's got his first bucket of the game, and he's on the board for three. Jackson kicks to Durant. He dishes it to Collison. It's intercepted. Intercepted, wow. So we wrap up the first half. Oh Gott. Ja, es ist ja Karneval. Karnevale. Und, ja. Ich mache nicht so viel an Karneval. Ein bisschen mit Freunden treffen und so. Aber mehr nicht. Ja, es ist egal, was man jetzt da sieht. Ich habe keinen Bock drauf, das zu sehen. Aber naja. Ich mache nicht so viel zu Hause, jetzt generell Karneval. Ich bin noch nicht so der Karneval-Typ. So, erstmal der Block von Kevin Durant. Oh, Westbrook! Mit dem Dunk! Und dem Foul noch dazu. Ja, da war halt alles offen. Da war frei. Da war alles frei. Musste einfach nur durchschlüpfen. Ja, ganz einfach. Und jetzt Seth Lowshaw mit dem. Lays out and stolen by Prince.
Da wollte ich eindeutig zu viel, aber da war gerade die Abwehr war einfach so offen wie so ein Scheunentor. Wow. Was war das? Also, jetzt versuche ich mal einen L-Loop zu machen. Hat sogar geklappt! Der L-Loop. Durant und Durant macht den einfach rein, weil mit Durant kannst du sowas immer machen. 10 Punkte, 1 Assist, 2 Rebounds. Ja, das ist schon gut. Vor allem in der wenigen Zeit. Na, ja, okay, das waren natürlich einfache Punkte für Conley. Das ist natürlich auch eine Klasse, die muss man natürlich auch, das weiß man natürlich auch. Ja, okay, Seth Lusche ist jetzt nicht der jetzt einfach von draußen wirft und immer trifft, weißt du. Nicht so der Dreier-Biest, weißt du. Scott Brooks has continued to kind of establish that atmosphere in the locker room. Ah Gott, wieso gehe ich eigentlich dann immer auf das Foul, weißt du? Dann habe ich halt einfach Bock drauf und mache einfach das Foul von mit Reggie Jackson, ja? Das zweite. Adams geht erstmal raus, Collison kommt rein. Joe Jones ist drin, ja, der hat ja auch schon ein paar gute Blocks gemacht. Wollen wir mal vielleicht einen Punkt mit ihm machen, ein paar Points. Nick Collison's checked in for Adams. Conley guarded by Jackson. He kicks it to Prince. This one for three. Yes, wirklich free. Prince has got himself on the board. Jackson soll jetzt mit dem Aufbauspiel. Conley has always been one of the quickest guards in the league, in my opinion, and just a blur in transition. Der ist jetzt aber mal drin hier. Schönes Pick and Roll gespielt auf Collison und der macht natürlich dann den Dunk. Sehr schön, 66,6 cm ist er hochgesprungen. Sehr schön. Boah. Da war natürlich auch alles frei, muss man sagen. Ja, es war natürlich alles frei, wie so ein Scheunentor. It seems like different gears to get around defenders. I agree, Kev. The change of pace, he's got. Oh, da wurde er von hinten geblockt. Aber es geht nicht alle. Es gehen nicht alle rein. Randolph kicks to Prince. There's the dish to come. Ah, es geht halt nicht alles rein. Jones. Ich bin auch ein bisschen konfus. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich spiele ziemlich scheiße. Ja, sehr schön, aber Jones macht beide rein. Den kann man auch gut als Auswechselspieler spielen. Denke ich, das ist eine ganz gute Alternative. Also so wie der sich gerade spielt, ist das eigentlich ganz gut. Randolph passes to Conley. Serge Ibaka pulls it in. Mann, ey, da holen sie sich dreimal den scheiß Rebound hier, den Offensive Rebound, die Memphis Grizzlies. Ja, und können dann schön, und dann holen sie sich noch das Foul und dann natürlich Randolph, ne, der natürlich beide macht. Oder auch nicht, aber wahrscheinlich, es war sehr wahrscheinlich, dass er. But not really to the point where they should be overly concerned about it. Dazu sage ich jetzt mal nichts, was jetzt gerade passiert ist. Ich bin ziemlich konfus, wenn ich aufnehme. Keine Ahnung, ich spiele ziemlich undefiniert, ohne irgendwelche Gedanken dabei oder sonst was. Also ich kann mich nicht irgendwie konzentrieren oder so. Also spiele ich kontrollierter. Aus, wenn ich komplett weiß, dass ich, okay, ich werde gewinnen. Sehr schön, Westbrook, der lässt ja den wer auch immer er gegen ihn, wen er spielt, hier stehen, ganz locker, lässig. Der Fischer, der alte Hase, der spielt ja auch noch. Und Adams schön abgewehrt, hier, sodass erstmal keine Punkte entstehen können. Aber trotzdem der Einwurf für Memphis. Gone, es ist doch Get Full. Das ist doch Get Full.
Ja, ich bin mir gerade am überlegen, ob ich mir ein Trikot hole. Ich weiß aber noch nicht von wem. Ich entweder von meinem Lieblingsspieler Chris Paul, und die sind so elendig teuer, Alter. Von Chris Paul. Die kosten dann so 85 bis 90 Euro. Darauf habe ich keinen Bock auszugeben. Und, oder von, oder der, oder von LeBron James, Miami Heat oder so, oder selbst so ein mit so eigenem Namen oder so. Das wäre ja auch mal chillig. Und so, aber ich glaube, ich würde, wenn ich mir das von LeBron holen würde. Oklahoma City leading by 10. Komm, mach da rein. Ja, also würde ich mir, glaube ich, das King James Trikot holen. Denn es ist eigentlich, das sieht fett aus, wenn ich mir eins. Das ist ein Defender, der Cephalosha. Das ist ein Defender. Ja, der kann defenden, Alter. Das ist, meine Fresse, der Cephalosha. Und er kann eigentlich auch mal einen Dreier raushauen, eigentlich mal, so gelegentlich mal. Aber irgendwie hat er noch ein bisschen Angst, so ein bisschen Furcht. Hey guys, over that last break, I was able to catch the message the Grizzlies head coach was giving to his team. He said, listen fellas, I know you're tired, but we can't coast. We've got to go harder. The wind's in sight. We've got to power through it and go get it. Guys, pretty inspirational stuff. All right, Doris. Well, he found the open man on the perimeter and got the ball to him. Jones kicks to Collison. Oh, come. Serious, my boys. Naja. Ich hab gehört, Durant will Dunking machen. Einen geilen Alley-oop. Ah, oh, nicht dabei, schade. Schade, es hat nicht geklappt, egal. Naja, hat die leider nicht geklappt, aber egal. Spielen weiter. Sollte aber mal Punkte machen. Aber dafür mal ein Dunking von dem Herrn guten Collison, dem Herrn guten Herrn Nick. Auch genannt Nick Collison. Durant! Junge! Geht Update hoch, aber der auch. For those just joining us, fourth quarter here, we're just over 2.5 minutes into it. Right side Durant. He passes it to Cephalosha. Westbrook. Oklahoma City moving the ball around. Jones. Gib mal hier einen Block, bitte. Jones with the screen on cover. Oh, super gespielt auf Jones, und er macht den Dunking. Woo! Pick and roll, yes. FTB. Ja, wow, mit 9 Punkten. Also, meine Freunde, das war ein locker easy Win. Das wollte ich nach dem letzten Spiel haben, weil da habe ich ja elendig verloren gegen die CPU. Jetzt habe ich elendig gewonnen gegen die CPU mit ein paar schönen Alley-oops und Einlagen etc. Und ich sage, Oklahoma wird gewinnen gegen die Memphis Grizzlies am Samstag bzw. am Freitag, je nachdem, ne? Und ja, gucken wir erstmal, Spieler der MVP des Spiels, das Russell Westbrook, hat er sich verdient, denke ich. Gucken wir mal an. Hat er sich verdient, denke ich. Eindeutig, auf jeden Fall. War ein gutes Spiel, war ein wirklich gutes Spiel. Ich denke, wie gesagt, Oklahoma wird gewinnen, dieses Spiel. Ich denke, das, da steht kein Zweifel. Und, ja. Ich lege das Pad gerade mal zur Seite.
und würde gerne mich verabschieden. Und zwar sage ich dann erst auf jeden Fall schon mal Tschüss. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Oder generell gebt eine Bewertung ab. Ob Daumen hoch oder Daumen runter ist mir in dem Sinne egal. Wäre natürlich schön, wenn ihr einen Daumen hoch gibt. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, ja, kann man nur noch sagen, schreibt vielleicht noch einen Kommentar. Das wäre sehr nett. Und wenn ihr Lust habt, dann teilt es auf euren sozialen Netzwerken. Twitter, Facebook, Google+, etc. Je nachdem, was ihr benutzt. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch bitte. Ja, soweit. Denke ich, alles in Ordnung. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wir sehen uns bei einem weiteren Part von NBA 2K14 oder Assassin's Creed Brotherhood oder GTA 5. Also, viel Spaß, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.